Es war. Hallo ihr Lieben, ich bin hier gerade am Aussortieren. Komm rein! Nervst du Babisch? Nervst du Baba? Ja, ich bin hier gerade die Sachen von Nina aussortieren. Ich bin noch in Pyjama, weil ich dachte mir, ich gehe gleich eh duschen, dann passt das. Ja, jetzt können die Sommersachen und die kleinen Sachen auf jeden Fall weg und die Wintersachen raus. Ja, wir sind auf jeden Fall am Ausmisten. Ich habe voll viel zu bügeln und ich bin jetzt schon kaputt. Nein. 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 Nicht jetzt, ja? Gleich. Wenn Mama hier fertig ist. Nein. Back, Babybischen, Bunna auf, Babybischen. Genau, ich sortiere hier aus und dann melde ich mich. So, ihr Lieben, bevor ich jetzt weitermache, weil ich bin hier gerade voll am Ausmisten, zeige ich euch kurz meine Amazon-Bestellung. Und zwar habe ich einmal diese Pinsel hier bestellt. Die sind so Roségold. Die sind total schön. Ich habe das jetzt schon benutzt. Für meine Palette hier. Und die sind so weich, Leute. Ich verlinke die euch unten in der Infobox. Ich weiß nicht, wie viel das gekostet hat. Ich glaube, um die 5-6 Euro. Und das war auch relativ schnell da. Die sehen so aus. Und ich bin sehr, sehr zufrieden. Hätte ich nicht gedacht. Und die stinken nicht, Leute. Das ist das Wichtigste. Das stinkt nicht. So, dann hat Lina diese Türschlösser bekommen. Das sind zwei Magnetschlösser und die funktionieren halt mit dem Magnet. Ich bin schon gespannt, wie die sind. Die kosten, glaube ich, 15 bis 20 Euro. Und Hakan wollte Magnetohrringe. Und die sind für Hakan. Das ist jetzt viel zu viel. Ich habe aus Versehen zwei Stück bestellt. Aber die scheinen sehr gut zu halten. Ich habe das jetzt bei Order ausprobiert. Ihr wollt gar nicht wissen, wie der aussah. Ja, ist auch gut so, dass der kein Ohrring hat. Das kann ich schon mal sagen. Dann gibt es noch was für euch. Und zwar, so, ich zeige euch das mal kurz. Durfte ich mir was für Lina aussuchen. Und zwar so ein, was wollte ich jetzt sagen? So, das Beste kommt zum Schluss. Und zwar durfte ich mir so eine Tasse aussuchen mit einem Motiv drauf. Und wisst ihr, was ich mir ausgesucht habe? Leute, das ist pure Handarbeit. Ohne irgendwelche Silikonförmchen und sonst was. Schaut mal bitte, wie präzise hier gearbeitet worden ist. Das ist einfach unglaublich, dass man sowas zaubern kann. Ich finde es so krass. Nicht jeder hat dieses Talent. Und dazu passend hat Lina sogar noch diesen Löffel bekommen. Mit einem Bärchen drauf. Süß, oder? So, und dann gibt es auch noch was für euch. Und zwar, ihr könnt auch was gewinnen. Die liebe Dame hat für euch, sorry, man sieht mich nicht ganz, so einen Löffel mitgeschickt. So einen Kaffeelöffel oder für den Latte Macchiato. Und guck mal, hier ist ein Cupcake drauf. Ich will das jetzt nicht aufmachen, aber Leute, diese Himbeeren sehen sowas von echt aus. Sowas von, ich wünschte, ihr würdet jetzt neben mir stehen und selber gucken können. So schön. Und dazu kriegt ihr noch so eine Oreo-Seife. Ist das nicht süß? So in Pink. Die riecht sehr, sehr nach Oreo. Richtig Oreo-lastig, richtig schön. Ich wusste jetzt nicht, ob die für uns ist oder für euch. Deswegen packe ich das bei euch mit rein. Ich habe hier schon dran gerochen. Lecker. Dafür müsst ihr dann ihr einfach nur auf Instagram folgen und mir unten in die Kommentare euren Instagram-Namen schreiben und dass ihr folgt. Das war's. Ihr braucht jetzt nicht zu schreiben, wie ihr das wollt und bla bla bla. Ihr müsst auf jeden Fall Abonnent meines Kanals sein. Auf ihrem Instagram-Account müsst ihr auch ihr Abonnent sein, genau. Und ja, das war's auch. Und gefällt mir oder gefällt mir nicht, das ist mir egal. Genau, das. Und dann habe ich noch so ein Stempelkissen bekommen. Und zwar, wenn ich euch Pakete schicke, dann werde ich ab jetzt immer Familie Said drauf stempeln lassen. Dieser Stempel sieht so aus und wenn ich dann stempel, sieht das genau so aus. Diese Instagram-Seite werde ich euch auch unten in der Infobox verlinken. Ich finde das total süß so. Jetzt haben wir etwas, womit wir uns ausweisen können. So, genau. Und dazu war dann noch hier dieser Zettel dabei. Einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Und hier steht dann die Gebrauchsanweisung, wie man das zu reinigen hat, wie man das verwendet, wie man die Tinte aufträgt, also wie man das am besten macht. Und ja, ich bin schon gespannt, das zu testen. Auf jeden Fall werde ich euch beide Seiten unten in der Infobox verlinken und hoffentlich haben euch die Sachen auch gefallen. Ich bin echt von
beiden Sachen perplexed. Das gehört auf jeden Fall Lina. Obwohl, wir können alle draus trinken, aber ich finde das so schön. Das darf auf jeden Fall nicht in die Mikrowelle und nicht in die Spülmaschine. Das, da hat sie mich drauf hingewiesen. So, das war's auch. Genau, und die Sachen werde ich dann auch sehr wahrscheinlich dran machen, weil Lina hat es immer noch nicht gerafft, dass sie an manche Schränke nicht ran darf. Obwohl, sie ist ja noch ein Kind, ne? Deswegen habe ich das ja bestellt. Genau, die Pinsel, mit denen ich auch sehr zufrieden. Ich werde manche alle auf einmal benutzen und das kriegt Freitag der Hakan. Genau, und die Sachen kommen jetzt in die Küche und Leute, ich bin auch noch nicht fertig. Ich wollte mal sehen, wie es aussieht. Genau. Ich bin hier richtig am Aussortieren und ich bin kaputt. Audrey hat zum Glück heute frei. Er hat extra frei genommen für uns. Er ist aber jetzt beim Fußball. Wenn er zurückkommt, gehen wir auch direkt raus. Ich koche auch nichts. Wir essen draußen was Kleines und wenn wir dann später zu Hause Hunger bekommen, kochen wir zu Hause kurz was. Weil ich hatte gestern sowas von Unterleibsschmerzen, obwohl ich eigentlich nichts bekommen sollte, habe ich auch nicht. Aber ich hatte sowas von Schmerzen, ich dachte, ich sterbe. Ich hatte so ein Gefühl, als ob mir jemand so ein Messer reinrammt, aber sowas von. Ich habe mich ins Bad gelegt und es wurde immer schlimmer. Und nein, ich hoffe, das ist keine Einnistung von irgendeinem Ei oder so. Hoffentlich nicht. Ist noch nicht geplant. Aber natürlich, wenn es kommt, dann kommt es, ne? Dann kann man nichts dann ändern und das bedeutet auch nicht, dass ich das Kind dann hier entwende. Sagt man so? Ich habe jetzt kein passendes Wort gefunden, Leute. Sorry. Also ich werde natürlich nichts abtreiben, wenn ich merke, ich bin schwanger oder so. Lina, nein, nein, nein. Also Leute, bis gleich. Ich lade die Kamera auf. Bitte schön, danke schön. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Also ich habe schon Hallo gesagt. Schaut mal, wir haben Partnerlux an. Partnerlux. Queen und King. Und Lena hat Princess. Princess. Der Enes hat uns das zugeschickt. Und wir sind sehr zufrieden, ne? Meins sieht nicht so schwarz aus, obwohl das schwarz ist. Keine Ahnung warum. Ich glaube, ich blende zu sehr. Wir gehen jetzt auf jeden Fall einkaufen. Und ja, Franz Kaufland. Wir haben nämlich nichts mehr. Wir haben kein, wie heißt es nochmal? Wir haben keine Tomaten mehr, wir haben keinen Eisbergsalat mehr, nichts. Yo, was geht's ab, Leute? Boah, sieht voll weiß aus. Frauen und dieser ganze King, Queens, Partner-Look, Partner. Hauptsache, der hat eben gesagt, wo ist mein T-Shirt? Das sieht voll schön aus. Ja, hätte ich nicht angezogen, hättest du mein... Wallah, nein. Was macht der, Alter? Der hat Vorfahrt. Idiot. Ja, der will neben dem Mädchen angehen. Aber ich finde die T-Shirts sehr schön. Also der Stoff ist sehr schön. Und das von Lina zeigen wir gleich, wenn ich jetzt die Kamera zeige. Ja, also das heißt, ihr könnt gerne nachkaufen. Nachbestellen. Ja. Weil das so süß aussieht. Und die kosten nicht so teuer natürlich. Also ich werde das als Geschenk kaufen. Würde. Oder? Zum Valentinstag. Aber ich bin nicht der Typ für sowas. Ey. Ja, ja, deswegen bist du so rausgekommen. Sonst hättest du das nur zu Hause angezogen. Ich kenne dich. Ja, ich dachte mir, dann zieh lieber an. Egal. Talk to my hand. Sehr klar. Ist doch so. Auf jeden Fall ist die Seite unten verlinkt. Kommen wir zum Schlussstrich. Aber ich finde das voll schön. Ich wollte schon immer sowas haben. Machst du gerade Werbung oder? Ich mache auch Anspielungen, warum du mir nicht vorher sowas gekauft hast. Du hast schon verstanden. Schatz, warum guckst du immer wieder in diesen Laden rein? Nice. Du willst einmal dahin, oder? Wir können Sonntag dahin. Ich gehe heute dahin, ohne dich. So, ihr Lieben, wir sind jetzt da. Aber es sieht total voll aus. Wir finden gerade einen Parkplatz. Oh. Und wenn eigentlich nicht viel los wäre, wollte ich filmen im Laden. Aha, das Parkplatz. Ja. Okay, hast du 1 Euro Kleingeld? Ich hab Style und das Geld. Ich hab schwarze T-Shirt. Schwarze T-Shirt? Okay. So. Lina Geldig. Was macht Lina eigentlich? Lina ist voll still. Ich zeige euch mal jetzt das T-Shirt von Lina.
Mentos. Ja, zeig mal dein T-Shirt. Du hast Schokolade im Gesicht. Oder ist das Lakritz? Hä? Ich kann Cola, ne? Tamam. Schatz, nimmst du sie kurz? Ich hab Style und das Geld. Ah, die Pfandflaschen müssen auch noch mit. Ja, dann nimm du Lina bitte. Okay. Mach Kamera aus. Lina, zeig mal dein T-Shirt. Oh, wow, Princess. Wir haben alle Jeanshosen an und... Achime. Was denn? Achime. Nein, nein. Hat die Griechen weg. So, ihr Lieben, wir sind fertig mit dem Einkauf. Und wir haben für so viel nur 50 Euro bezahlt bei Kaufland. Gut, oder? Ich dachte mir, jetzt sagt die 100 Euro, aber sagt 59 Euro. Und ja. Die hatten 10 Euro Leergut gehabt. Also insgesamt 50 Euro mit. Also ehrlich gesagt, bei Leer. Das ist nix. So. Genau, und Lina sitzt schon im Wagen und wir verräumen das. Also Albert. Hallo! Anne, hörst du mich? Schlechte Verbindung. Hä? Anne, wir sind draußen, ich höre dich nicht. Hallo! Hallo! La 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 la! So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Wir waren hier bei Kaufland. Wir haben, wie gesagt, 59 Euro ausgegeben. Also mit Pfand zusammen 50. Ich zeige euch mal kurz, was wir gekauft haben: einmal Trinkpäckchen für Lina. Mit Orangengeschmack. Und einmal Toastbrot, haben wir lange nicht mehr gegessen. Toast. Schatz, ja. Lina will diese Joghurt. Und wenn ich das aufmache, die macht jetzt ganz warm am Arsch. Warte, bis Mama fertig ist, dann essen, ja? Ja, setz sie doch in ihr Stuhl rein. Schatz, und danach macht das rund. Doch, doch, wird sie. Ah. Dann haben wir einmal Eisbergsalat. Hier steht Eissalat, okay. Dann habe ich fünfmal hier mein Lieblings Latte Macchiato mit Vanillegeschmack geholt. Übrigens, wir haben Mante gegessen drauf. Mante und nochmal June. So, warte. Jetzt. Und einmal diesen falsch gekauft worden. So eine Haltung, eigentlich schon immer Freiland. Warum bringst du die zu mir, Land? Ja, damit du. Ich dachte, du bringst sie zu dir. Nein, ich gehst gehe du? Jetzt. Ja, ah, okay. Und einmal Milchschnitte. Die setzt sich. Dann einmal Geflügelfleischwurst. Ich finde, die schmecken viel besser als die Vanille. Ich weiß schon. So. Dann einmal Mozzarella. Die macht sich aber jetzt dreckig, ne? Also sie machen egal. Dann hat auch der drei Zitronen. Ja, ich wollte gucken, wie viele Zitronen wir haben. Jetzt. Zwei. Ne, drei. Drei große. Egal. Hätte das nicht gereicht? Laber. Meine blaue Jacke. Hängt da. Ja. Ja. Da muss kein Schlafzimmer sein. So, es geht weiter. Ich hasse den Müll nach dem Einkaufen. I hate it. So, dann haben wir hier einmal Geflügelfleischwurst mit Paprikaflocken. Wie bitte? Vielleicht hast du aber. Nee. Ja, oder? Ja, habe ich doch gesagt, das hängt da. Du hast das bestimmt mit meiner Pfanne gesessen. Halt, tschüss. Bist du um 10 Uhr zu Hause? Dann einmal Chiquita-Bananen. Ich finde, die Chiquita-Bananen sind nicht so mehlig vom Geschmack, deswegen mag ich die total. Dann haben wir einmal, die waren im Angebot zusammen mit Himbeere. Himbeere ist lecker. Kirsche mag ich nicht so. Und Erdbeer habe ich gar nicht gesehen. War vielleicht ausverkauft. Dann haben wir einmal Tomaten. Und wir haben keine Platze mehr hier. Dann haben wir die Froops. Heißen die Froops in Original? Habe ich zweimal mitgenommen. Pfirsich Maracuja und zweimal mit Erdbeer. Die kosten 29 Cent. Und die Froops kosten, glaube ich, 55 oder so. Voll krass.
So, ihr Lieben, jetzt seid ihr gefragt. Könnt ihr mir ein leckeres Rezept dazu aufschreiben? Ja, Maus. Lecker, Mami. Könnt ihr mir ein, das ist Bio-Suppengemüse, könnt ihr mir ein leckeres Rezept dazu aufschreiben? Weil ich will das gerne mal machen. Ich sehe das bei sehr vielen deutschen Kanälen, dass sie das kaufen und eine Suppe draus machen, aber ich habe es noch nie gemacht. Voll beschämend. Das wäre super nett, wenn ihr mir reinschreiben könntet. Also ein Rezept reinschreibt und natürlich schreibt, wie man das macht. Ich habe null Ahnung. So, dann einmal Paprika-Mix. Das wollte auch da unbedingt haben. Der wollte nicht nur die roten. Keine Ahnung warum. Und einmal Möhrchen. Möhren. Und eine Gurke. Dann kommt auch die zweite Tüte. In der zweiten Tüte ist eigentlich, sind eigentlich nur Getränke drin. Ich muss sie noch kurz holen. Hier ist kaum mehr Platz. Mensch, Kinder. Lecker? Ja? Boah, Alter, ist das schwer. Oh mein Gott. Lina, das ist total schwer. Da haben wir zweimal Hugo. Voll viele Fragen, mal welches ich trinke, Leute. Das, der schmeckt am besten. Der ist vom Kaufland, kostet 1 Euro noch was. Also nicht zu vergleichen und oh, der liebt den auch, obwohl das eigentlich so ein Frauengetränk ist. Dann haben wir voll viele Fragen nach meinem Pizzateig. Da benutze ich immer hier das hier, Spezialmehl für Pizza. Das kostet, glaube ich, 99 Cent bei Kaufland. Gibt es aber bestimmt auch bei Edeka oder so, keine Ahnung. Da dürft ihr mich jetzt nicht fragen. Dann haben wir hier einmal Milch mitgenommen. Aber ich bin voll außer Puste. Ja, ich wollte gerade wieder sagen, was wir draußen gegessen haben. So, dann haben wir hier einmal Chips. Dann haben wir hier nochmal Chips für Audit. Ich bin ja nicht so der Chips-Fan. Dann haben wir einmal Bagels. Lecker. Dann haben wir einmal diese Fake Knickknacks vom Kaufland. Die sind ja wesentlich günstiger hier. Ich hätte gar keinen Platz mehr, ne? Mensch, vielleicht muss ich alles einsortieren. Dann habe ich hier einmal Orangensaft. Zweimal Orangensaft. Ich stelle das wieder hinein. Dann habe ich zweimal ACE-Drink geholt. Eigentlich wollte ich mir keine Süßgetränke mehr holen, aber... Und einmal Apfelschorle für Order. Oder liegt Apfelschorle voll in letzter Zeit. Dann haben wir einmal Paprikagurken, wollte ich sagen. Partygurken, diese Cornichos. Dann haben wir einmal Sauce Hollandaise. Früher haben wir das immer gegessen mit Audit und wir haben wieder Lust drauf bekommen. Früher haben wir das echt oft gegessen mit Schnitzel oder so. Einfach drunter gemischt. Fertig. Und einmal Mais. Das war's auch. Puh, eigentlich nur Schnickschnack, ne? Aber hat frei. Der will ein bisschen mit seinen Freunden draußen bleiben. Der ist auf der Arbeit. Mit seinen Freunden. Ja. Das ist kein Wasser, das ist Saft. Lina sagt Juju zum Saft, zum Wasser. Leute, mein Speicher ist voll und man sieht mich nicht. Die Qualität ist wie Kacke gerade. Ich weiß. Ich muss mal hier das Licht anmachen. Aber kennt ihr das? Ihr habt Schiss, dass Tiere reinfliegen. Ich glaub, dann muss noch diese Dinger hier und das Bett schieben. Ich muss morgen bügeln. Fertig? Ja? Lina und ihr Mais. Und dann kommt es auch genauso unten raus, ne? Wie man es isst. Genau. Ich habe den Blog für nächsten Tag bearbeitet. Ich bin momentan voll am Vloggen. Ich habe auch genug Material da, aber ich will nicht mehr jeden Tag einen Vlog hochladen, weil sich das nicht lohnt, weil die meisten gar nicht hinterherkommen, weil es so viele YouTuber gibt, die man dann manchmal nicht schauen kann und dann sammelt sich dann und irgendwann vergisst du das. Bei mir selber ist es auch so. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, machst du alle 2-3 Tage einen Vlog und dann ist auch gut.
Jetzt habe ich eine Nachricht bekommen von der Marina. Moment. Das ist ein Tier! Das ist eine Maus! So, ihr Lieben, ich vlogge, glaube ich, weiter, wenn Audel da ist. Ich rede einfach nur Müll. So, ihr Lieben, jetzt wird gekocht. Und zwar, ich nenne euch kurz die Zutaten. Ich brauche einmal Salz, Pfeffer, 25 Gramm Semmelbrösel, Schnittlauch, Petersilie, 2 Scheiben Cheddar-Käse, Blumenkohl, Olivenöl, 400 Gramm Kartoffeln, Petersilie, eine Zitrone, Butter, Schmand und ja, das war's. Ich fange auch direkt an mit der Zubereitung. Stunden. Genau. Und ich bin total kaputt. Ich muss hier aufräumen. Lina hat wie immer hier alles auseinandergenommen. Und, aber ich nehme sie nicht übel. Sie hat kein eigenes Zimmer. Sie lag heute auf unserem Bett und wollte alleine sein. Sie hat uns rausgeschickt, Leute. Ich glaube, langsam wird es echt Zeit. Aber in Köln ist es halt schwer. Wir sind immer noch auf Wohnungssuche. Und genau. Sonst habe ich Joghurt gekauft. Albert wollte ein paar Getränke, die habe ich gekauft. Und was noch? Das war's eigentlich. Ja, jetzt muss ich hier aufräumen. Dann brauche ich meine Shisha und gehe später schlafen. Übrigens hat jemand letztens geschrieben unter meinem Video, dass sie unser Kanal voll mag, aber dass mir das Shisha-Rauchen nicht steht. Leute, es ist ein Hobby von mir und ich mache das, was ich möchte. Ihr könnt natürlich eure Meinung äußern, aber kommt drauf an, wie man die Meinung äußert. Deswegen lasst die Leute so leben, wie sie möchten. Ich schade mir selber damit, weder euch noch meinem Kind.
Deswegen, ich rauche weder neben Lina noch während ihrer Anwesenheit. Immer wenn wir rauchen, egal ob es Winter ist, ob es schneit oder nicht schneit, die Tür ist immer auf bis morgens. Es wird komplett durchgelüftet, wenn wir drinnen rauchen. Und im Sommer ist es so, wenn es sehr heiß ist, rauchen wir auch auf dem Balkon. Genau. Ja, wir wollten diese oder nächste Woche mit Audit einkaufen gehen. Ich schau mal, wenn ich das schaffe. Ich will nichts versprechen. Ich weiß, ich sage immer, ich mache, dann mache ich nichts. Ich will gerne ein Herbst-Lookbook drehen. Ihr wisst, Nisa-Mode ist der letzte Schrott gewesen. Und ja, mal schauen, wie wir das jetzt machen. Ich bring das mal kurz ins Zimmer. Fuck. Moment. Genau, wir wollten einkaufen. Wintersachen, ich brauche Hosen. Momentan ist meine Lieblingshose die zerrissene. Die kennt ihr ja alle bestimmt schon. Und ja, ich brauche auf jeden Fall Pullis hier. Wir haben halb Winter und ich laufe hier mit rum. Übrigens, während ich mich geschminkt habe, wollte Lina unbedingt diesen Pinsel. Leute, die sind so gut. Ich hoffe, ich vergesse nicht zu markieren. Genau. Und sonst habe ich Suppe gemacht eben für Lina Abendbrot. Und jetzt schläft sie zum Glück. Genau. Übrigens habe ich meine Spardose gekauft, weil wir unser Geld gezählt haben, wie viel wir bis jetzt angespart haben. Und es ist mehr als wir errechnet haben. Also ich kann euch diese Challenge nur empfehlen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe jetzt für große Mädchen, dann mache ich die Shisha und dann gehe ich schlafen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.